So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung zum Thema Computergrafik. Ich starte zunächst das GIMP als Computergrafikprogramm. Das dauert einen ganz kleinen Moment. Wir werden also entsprechende Dinge nachgeladen. Sollte das GIF nicht wie hier in einem einzelnen Fenster praktisch zusammengefasst sein, im sogenannten Einzelfenstermodus. Seitenleisten kann man hier etwas anpassen. Ich zeige es mal. Das also aus ist, dann besteht GIMP aus drei Teilen. Den beiden Seitenleisten, Werkzeugleiste und Dock. Und dem eigentlichen GIMP Hauptfenster. Wenn das also so in drei Teilen angeordnet ist, kann man das hier zu einem Fenster zusammenfassen. Hat man im Prinzip ein gewohnteres Arbeiten. Kann man also leicht machen. Gut. Ich möchte hier in diesem Video kurz zeigen, wie man also mit Bilddateien hier grundsätzlich erstmal verfährt. Datei. Wichtig ist, man kann jetzt hier eine neue Datei sich selber anlegen. Dazu legt man fest, wie groß die neue Datei werden soll. Speicher, erweiterte Einstellungen, kann man also hier auch noch selbst die Auflösung vorgeben, Farbräume, entsprechende Füllungen und hier kann man einen Kommentar abgeben. Also nehmen wir an, wir machen also 1024 mal 768 Pixel großes Bild mit einer Auflösung von 100 dpi. Aufgepasst, da hier die Kette verbunden ist, wird jetzt beim Tabulatorsprung, wenn ich also das bestätige, natürlich automatisch auch das andere gleichgesetzt. Ich kann auch getrennte Auflösungen machen, aber das ist weniger sinnvoll. RGB-Farben ist okay. Füllung Hintergrundfarbe. Eingestellte Hintergrundfarbe wäre also jetzt hier weiß. Deswegen würde das also ein weißes Bild ergeben. Und hier unten created by l.arn. Könnte das hier dann auch noch besser machen. Also created wäre okay. Aber die Lizenz sollte man also auf jeden Fall noch angeben. Creative Commons by. So, damit hätte man also jetzt die Grundeinstellung für ein neues Bild und das ist natürlich jetzt so groß wie das Aufnahmefenster. Deswegen muss ich jetzt hier ein klein wenig tricksen. Ich mache das Aufnahmefenster kleiner, beziehungsweise das Programmfenster kleiner, sodass ich also das ganze Bild sehe. Es wird immer noch mit 100% Größe dargestellt. Gehe ich mal auf 50%, also das ist die Hälfte des Originalbildes. Ja, und jetzt kann es also schon losgehen. Ich habe ein neues Bild erstellt. Ich kann jetzt hier die Werkzeuge nutzen. Zum Beispiel das Pinselwerkzeug. Wähle vorher die Farbe aus. Hier an dieser Stelle den Farbwert, Hue genannt. Und hier drin dann die Sättigung und die Helligkeit. Also für diesen Farbwert entsprechende Einstellungen. Und wir sehen dann hier die zugehörige RGB-Einstellung und zwar hier in dezimalen Stufen von 0 bis 255 und hier in Hexadezimalzahlen, die also eher für das Arbeiten mit HTML oder Internetseiten von Bedeutung sind. Hier hinten habe ich noch die Möglichkeit, über die Pipette einen Punkt zu übernehmen, direkt jetzt hier in meine vorausgewählten Farben. Hier kann ich mir einen Farbsatz zusammenstellen. So, und ich nehme gleich mal das Blau. Sehen wir unten die alte Farbe, oben jetzt die neue Farbe. Okay. Und dann wird hier jetzt Blau auf dieser Unterlage gearbeitet. Natürlich kann ich mit dem Radiergummi das auch wieder wegmachen. Hier unten in den Werkzeugen bestimme ich die Größe zum Beispiel des Radiergummis. Ich bestimme, in welcher Weise der radieren soll.
Die Größe kann ich nicht nur grob, sondern auch sehr fein einstellen in der unteren Hälfte. Das gilt für alle diese Schieberegler. Und hier habe ich dann noch weitere Optionen, die ich also entsprechend auswählen kann. Wer ein Grafiktablett verwendet, der kann hier sogar über den Druck mit dem Stift die Breite regeln. Alles einstellbar in weiten Grenzen. Und für jedes Werkzeug natürlich haben wir hier unten die entsprechenden Optionen. Also machen wir hier mal einen Airbrush. Wenn wir das ein bisschen härter haben wollen, beziehungsweise ganz hart. Oder eben auch den Pinsel. Ist jetzt ein bisschen groß. Pinsel kann ich also auch mal so hier. Das sieht dann aus, als wenn der so getupft würde. Und so weiter. Das Füllwerkzeug natürlich. Hier wähle ich mal abbrechen für den Hintergrund eine andere Farbe aus. Okay. Und macht er mir natürlich Füllung in der Vordergrundfarbe. Jetzt füllt er mir das Ganze in der Hintergrundfarbe. Hier kann ich Vordergrund und Hintergrundfarbe vertauschen. Gibt noch viel mehr Werkzeuge. Auf jeden Fall mal kurz mit dem Mauszeiger über dem Werkzeug verharren. Und da kann man einige kleine Tipps bekommen, unter anderem die Taste, mit der man das Verfahren einlöst. Mit Farbverläufen füllen. Da kann man auch Text eingeben. Käfigtransformation, da kann man Bilder also doch recht heftig verzerren. Das piept sich hier im Wesentlichen auf die Ebene aus. Das sind Markierwerkzeuge. Also hier muss sich jeder selbst mal mit dem Werkzeug vertraut machen. Was kann ich mit diesem Werkzeug? Und natürlich ist auch das World Wide Web, also das sogenannte Internet, immer eine gute Hilfe. Wenn man also reinschaut, Anleitung, GIMP und dann das entsprechende Werkzeug dazu, findet man relativ schnell heraus, wozu das Werkzeug dient und wie man es sinnvoll einsetzen kann. So viel zu diesem kleinen Einleitungsbereich. Hier drüben noch das Dock mit den Ebenen. Hier kann ich also neue Ebenen hinzunehmen. Gleich große Ebene, transparent. Dann ist es also so, als wenn ich eine Transparentfolie drüber lege. Hier sehen wir hier auch an der Ebene. Das Karo symbolisiert also hier die Transparenz. Ich nehme jetzt eine andere Vordergrundfarbe. Okay. Und sprühe hier mal so ein bisschen was drüber. Das war zu wenig. Ich brauche mehr Deckung. So, mit dem Ergebnis, dass das jetzt natürlich so ausschaut, als wäre das alles ein Bild. In Wirklichkeit ist es aber das Hintergrundbild und die Transparenzfolie obendrauf. Mache ich sie unsichtbar, die Transparenzfolie, sehe ich, also das befindet sich auf dieser Folie. Ich kann natürlich auch mehrere Ebenen miteinander verknüpfen und weitere Werkzeuge hier durch diese Ebenenarbeit hinzugewinnen. Die ist sehr, sehr hilfreich, diese Ebenenarbeit. Wichtig ist allerdings, dass man gut darauf achtet, in welcher Ebene arbeite ich denn jetzt. Jetzt habe ich hier die Ebene ausgewählt mit dem Dings. Ich kann natürlich rechte Maustaste die Ebene auch umbenennen. Und so weiter. Was wollte ich noch sagen? Ja, hier das Dock zum Beispiel ist für das Rückgängigmachen verantwortlich. Wenn ich also hierher gehe, kann ich diesen Schritt einzeln an entsprechender Stelle rückgängig machen. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man hinterher merkt, ich habe hier zwischendrin irgendwas gemacht, was ich dann so nicht haben möchte. Gut, hier unten natürlich immer die entsprechenden Auswahlwerkzeuge nochmal. Man sollte sich also erstmal einen guten Überblick verschaffen, ein paar Proben machen und natürlich auf jeden Fall auch mal sich die Ebenenwerkzeuge anschauen, denn die sind von besonderer Bedeutung. In dem Sinne, so viel zur Einleitung in GIMP.